Willkommen bei einer neuen Folge von Feuertaufe hier auf Kuma Tactical und heute haben wir was Schönes für euch, die Hähnel RS9. Für viele von euch besser bekannt als G29 bei der Bundeswehr, wobei das nicht hundertprozentig stimmt gerade. Warum? Wir haben hier nicht das Kaliber 338 Lapua Magnum, sondern 338 Norma Magnum. Wo ist da der Unterschied? Lapua Magnum ist eigentlich ein jagdliches Geschoss, also eine jagdliche Patrone und hat eben eine relativ veraltete Hülsenform. Die hat eben keine besonders scharfen Kanten und nicht die beste Geometrie für einen gleichmäßigen Anbrand. Die Norma Magnum, die ist eigentlich fast dieselbe Munition, nur die Hülse ist eben nach den modernen Standards eben gefertigt. Da sieht man, die hat wesentlich schärfere Kanten und dadurch brennt einfach das Pulver sauber ab und wir können ein bisschen eine höhere Wiederholgenauigkeit aus dem Kaliber rausziehen. Hier im Setup haben wir wieder ein Harris-Zweibein. Ja, sage ich immer wieder, die Dinger mag ich überhaupt nicht. Haben die Hähnel-Mündungsbremse, ein Zenit-Zielfernrohr und die Version mit Klappschaft. Also ich weiß gar nicht, ob es die auch mittlerweile noch ohne gab. Die ersten Hähnel-Gewehre waren ohne Klappschaft. Kann man eben für den einfachen Transport eben seitlich anklappen. Hat man dann eben ein kleineres Packmaß, um das zum Beispiel in den Rucksack zu packen. Sagen viele Leute, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich kann euch sagen, im Longrange-Bereich ist es gar nicht mehr so schlecht, weil teilweise muss man hier schon ein bisschen laufen, um auf die Schießbahn zu kommen. Und das ist schon schön, wenn man das Ding zusammengeklappt im Rucksack drin hat. Die RS9 ist für mich ein bisschen ein Eisenschwein. Wir haben wirklich einen Bull Barrel ohne Kanalierungen. Der macht das Ding schon massakrisch schwer. Wir haben einen sehr langen Lauf, 28 Zoll oder 29 Zoll waren das. Und das ist halt schon ein Eisenschwein. Hier stehen schießen, das hält man nicht besonders lange ruhig. Aber wenn das Ding dann wirklich mal auf dem Zweibein liegt und man das sauber in der Stellung drin hat, dann schießt sich das absoluter Traum. Richtig schönes Gewehr, die Farbe gefällt auch recht vielen Leuten. Ist eine sehr, sehr, sehr präzise Waffe, ist eine sehr, sehr gut zu schießende Waffe, hat einen sehr traumhaften Abzug. Also wir haben hier so ein bisschen einen Vorweg, also wirklich sagen wir mal 2 mm Vorweg und dann hier bricht wie Glas. Richtig schön. Und jedes Mal gleich. Also absolut traumhaftes Abzugssystem. Wir haben eine Dreistellungssicherung, also wir haben Feuer, sicher, können aber den Verschluss noch öffnen und wie man es vom 98K kennt, eben die komplett sichere, wo der Hebel mit arretiert ist. Darüber hinaus ist es ein sehr modulares Gewehr, also wir haben sehr viele Möglichkeiten hier Zubehör anzubringen, Wärmebildgerät davor für die Jäger, Schalldämpfer kann oben aufgesetzt werden, wir können alle möglichen Arten von Zweibeinen anbringen, wir haben vorne eine Montage für Parker Hale Zweibeine, Atlas, Harris, Fortmeyer kann man alles anbringen. Wir haben hier eine Montageschiene fürs Monopod auf der anderen Seite. Der Schaft lässt sich in der Höhe und in der Länge einstellen. Auch von der Verkantung her kann man da noch was tun. Also insgesamt ein sehr auf den Schützen optimiertes Gewehr. Kann man wirklich nichts Negatives darüber sagen, außer dass es sehr schwer ist, wenn man es eben nicht eben auf dem Zweibein ruhen hat. Für mich persönlich ist es ja ein Grund immer für die Desertec-Gewehre, dass ich die, wenn ich die SAS im selben Kaliber so halte, das fühlt sich an, als würde ich eine AL-15 halten. Das kann ich mit der RS9 nicht lange machen. Aber wenn das Ding auf dem Zweibein liegt, dann ist das einfach ein Präzisionsmonster. Wir haben das Gewehr jetzt eben hier in der Feuertaufe auf 600 oder auf 1000 Meter geschossen. Absolut keine Probleme mit gehabt. Auch Zielfernrohr hat absolut zuverlässig funktioniert. Aerotech-Montage ist und so immer ein absolutes hochwertiges Produkt. Ich empfehle es so meistens Aerotech oder Spur. Das sind meiner Meinung nach die besten zwei Mounthersteller, die man eigentlich bekommt. Und zum Thema Kaliber, es gibt immer Leute, die sagen, oh, 3,38 so ein riesengroßes Kaliber. Und es gibt nichts Größeres in dem Bereich, nur noch die 50er sind größer. Das sind einfach zwei verschiedene Welten. 50er ist einfach kein Präzisionskaliber, das bringt einfach Masse ins Ziel. 3,38 ist Präzisionskaliber. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt ein reines Matchkaliber, das eben auf Präzision ist, da seid ihr mit 300 Min-Mag oder mit 6,5 Creedmoor deutlich besser beraten. 3,38 ist halt einfach ein Kaliber, was viel Masse ins Ziel bringt, also jagdlich, militärisch gesehen und es ist gleichzeitig ein sehr präzises Kaliber. Aber wenn es euch nur um Präzision geht, dann tut euch einen Gefallen, holt euch lieber ein 6,5er System oder ein 300 Min-Mag System. Wenn ihr denkt, es gibt nichts mehr zwischen 3,38 und 50, es gibt auch eine ganze Menge Kaliber dazwischen, 4,16 Tür, 4,16 Barrett, 3,75 JTAG, 4,08 JTAG, also es gibt genug andere Kaliber auch noch im Bereich zwischen 50. 50 ist tatsächlich nicht das Kaliber, was ich euch empfehle, wenn ihr mit Long Range anfangen wollt. Wenn ihr wirklich was Dickes wollt, holt euch eine 338er, egal ob Norma oder Lapua. Norma ist ein bisschen besser für Wiederlader, Lapua ist einfach günstiger, wenn ihr die Munition nicht selber wiederladen wollt. Wenn euch das Gewehr gefällt, gilt dieselbe Regelung wie beim letzten Video mit der Rösler.
Als Schweizer bei der RUAG melden, als Österreicher kann ich euch gerade nicht sagen, wer den in Österreich verkauft. Und als Deutscher könnt ihr euch einfach bei mir melden. Hähnel verkaufe ich recht gut, habe ich kein Problem und es sind innerhalb von ein paar Tagen bei mir und kann ich euch ausliefern. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen uns hier das nächste Mal auf Kummer Tech Deal. Bis dann!